Eltern, eure Nene, sag mich gleich ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats wissen, Schule nervt, wir sind cool. Wenn du aufwärts immer musst und dich packt der Fuß, dann sing ne 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 ne. Und diese Woche geht der große Geldpreis an den beeindruckenden Bernhard. Oh, ich würde auch gern bei Kindertausch mitmachen. Das war der Kindertausch in dieser Woche. Aber denk dran, vielleicht klingelt gleich dein Telefon und schon bist du in der nächsten Sendung. Oh, wer kann denn das sein? Vielleicht die vom Kindertausch. Ha, ja klar, du Zwerg. Ich werde für immer bei euch bleiben müssen. Sei nicht so gemein, Henry. Tja, stellt euch vor, das waren die vom Kindertausch. Oh. Was? Ehrlich? Wollen die, dass ich da mitmache? Ja, aber ich habe ihnen gesagt, ich glaube nicht, dass du das möchtest. Nein! Hab nur Spaß gemacht, Henry. Du kommst ins Fernsehen. Ja, der große Geldpreis gehört mir. Hallo und willkommen zum Kindertausch. Die Sendung, in der Kinder für eine ganze Woche die Eltern tauschen. Oder ist es vielleicht andersherum? Und hier sind die Kinder. Das ist Henry. Hallo, ich bin Henry und ich mag Pizza und die Musik von den Killerboy Rats. Das ist Laura. Hallo, ich bin Laura. Ich mag Fußball und meinen Willen durchsetzen. Und unser letzter Kandidat? Jonathan! Ich glaube, ich will eigentlich gar nicht hier sein. Das Spiel ist einfach und die Regeln noch einfacher. Das Kind, das am längsten bleibt und von den Eltern nicht rausgeworfen wird, gewinnt den großen Geldpreis! Und jetzt geht's los mit Kindertausch! Hey, klasse, ich werde mit einer Limo abgeholt. Aber das war meine Limousine. Du brauchst keine Limousine, Henry. Du wirst bei Lauras Eltern wohnen. Was? Bei Laura? Oh, wehe, wenn das der Geldpreis nicht wert ist. Wiedersehen, Henry. Hallo, Jonathan. Willkommen in unserem Zuhause. Ich hab ein bisschen Angst davor, in Henrys Zimmer zu wohnen. Keine Sorge, ich kümmere mich um dich, Jonathan. Also, unsere Kandidaten sind in ihr neues Zuhause eingezogen. Sehen wir doch mal, wie es ihnen geht. Willkommen, Henry. Iss doch ein Stück Kuchen. Es gibt Schokoladenkuchen, Biskuitsahnetorte und Baiserkuchen. Ich wusste nicht, welchen du am liebsten magst. Hä? Und wenn du sonst noch irgendwas möchtest, sag es einfach. Na ja, ich hätte gern das neue Astro-Ninja-Computerspiel. Kommt sofort, Henry. Ha, ich nehme ein Stück von dem Schokokuchen, der Sahnetorte und dem Baiserkuchen, Schätzchen. Dieses Zimmer ist nicht rosa und der Teddy auch nicht. Oh, keine Sorge, Liebes, aber wir haben eine schöne Überraschung für dich. Ha, und die wäre? Hier. Karten fürs Fußballendspiel? Nein, Karten für die Meisterschaft im Sackhüpfen. Wir gehen da jedes Jahr hin. Aber ich hasse Sackhüpfen! Ja, ha! So gefällt mir das. Ich habe hier noch drei Eissorten zum Probieren, Henry. Okay, stellen Sie sie mir einfach hin. Danke. Hallo? Ich bin's. Ich will mit meinen Eltern sprechen. Wieso? Weil ich nach Hause komme. Hier ist es furchtbar. Wenn sie jetzt herkommt, fliege ich aus dem Spiel. Tut mir leid. Sie können nicht ans Telefon kommen. Ruf nächste Woche wieder an. Ciao. Oh je. Hallo, ich brauche noch was. Etwas vom Dachboden. Etwas vom Dachboden?
Da oben sind nur Lauras alte Stofftiere. Ja, und die brauche ich. Stofftiere, ganz viele. Schnell! Na schön, Henry, na schön. Welche möchtest du denn haben? Einfach alle. Oh, da ist jemand an der Tür. Ich komm lieber runter. Kein Problem, ich geh schon. Hoppla. Was ist denn mit der Leiter, Henry? Ach, keine Sorge, die stelle ich gleich wieder auf. Ja, wer ist da? Das weißt du ganz genau, Henry. Jetzt hol meine Mama und meinen Papa. Die sind gerade beschäftigt. Komm einfach nächste Woche wieder. Das werde ich dir heimzahlen, Henry. Kann schon sein. Aber davor gewinne ich noch den Geldpreis. Wo ist denn mein Mutant-Max-Comic? Ich will es gleich haben. Kommt sofort, Henry. Hier ist es. Und ich habe dir auch die neue Killer Boy Rex CD besorgt. Hast du die neue Wasserpistole schon, Henry? Ich bin nicht sicher. Kann sein. Hier, ein Kerkergetränkset für dich, Laura, wie du es dir gewünscht hast. Und hier die Karten fürs Fußballspiel. Schon besser! Und zum Abendessen will ich Hackbraten, ja nicht wieder Kohlgemüse. Ist gut, Laura. Ach, hier findet man ja gar nichts. Und hier ist alles rosa. Sei nicht so launisch, Laura. Ich bin nicht Laura, ich bin Henry. Oh nein, Moment mal. Ich verwandle mich in die launische Laura. Das ist die Sache nicht wert. Ich will wieder nach Hause, bitte. Unsinn, wir können dich nicht nach Hause schicken. Wir haben dich gern bei uns, Henry. Das ist gemein. Was willst du, du Blödmann? Ich will nach Hause. Oh, dann gefällt es dir also nicht mehr bei mir. Nein, tut es nicht. Tja, Pech gehabt, Henry. Das hast du dir selbst eingebrockt. Das ist es. Genau. Wenn mir die launische Laura nicht helfen will, muss ich mir eben selbst helfen. Ha, mal sehen, wie Ihnen das gefällt. Ich spiele bloß Schlagzeug, so laut ich kann. Sehr gut. Es geht doch nichts über ein bisschen Trommeln, stimmt's, Henry? Aber ich mach doch einen Riesenlärm. Oh ja, genau wie Laura. Wir lieben es, wenn Laura Schlagzeug spielt. Das hat ja super geklappt. Oh, Henry, was machst du denn da? Ach, ich verschönere nur das Zimmer. Du hast unsere volle Unterstützung, Henry. Das erinnert mich an Laura, als sie klein war. Sie hat immer die Wände angemalt. Jetzt bin ich also wie Laura, als sie noch klein war. Ich geb's auf. Du hast dich hingesetzt. Na und? In meinen Sessel! Du musst gehen, Henry. Auf der Stelle. Wir haben nur eine Regel und du hast sie gebrochen. Ja! Ja, Henry musste gehen. Mal sehen, wie es bei den anderen beiden läuft. Gefällt es dir bei uns, Jonathan? Oh, ja, sehr. Wir freuen uns auch, dass du bei uns bist. Gute Nacht. Träum was Schönes. Ich wollte Apfelkuchen als Nachtisch und dann wollte ich mir Star Factor im Fernsehen ansehen. Und nicht andersherum! Es funktioniert einfach nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will, dass Jonathan zurückkommt. Ich auch. Laura, du musst auf der Stelle gehen. Hä? Auf Nimmerwiedersehen! Ihr Spinner! Tja, der Gewinner in dieser Woche von Kindertausch ist Jonathan!
Und hier ist dein großer Geldpreis. Und wie fühlst du dich, Jonathan? Ich bin sehr, sehr glücklich. Hallo, Henry. Willkommen daheim. Willst du mit mir die lustigen Hippos ansehen? Wieso sollte ich mir so eine doofe Windelbabysendung ansehen wollen? Jetzt wird die nullste Klasse geguckt. Aber Henry! Mama! Oh, sei nicht so gemein.